Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play The Tenants. Wir sind hier in unser altes Viertel in die Slums zurück, denn wir müssen hier nochmal einen neuen Mieter finden. Wir haben nämlich hier ein Zimmer frei, wodurch wir unterm Strich da Verluste machen und das ist natürlich Käse. Halt einen Moment, die ganze Bude ist frei. Ah, okay. Das ist sehr schön, dann können wir nämlich noch ein bisschen renovieren. Schießt denn hier die ganze Zeit? Egal. So, was wollen wir denn hier hinmachen? Oder was wollen wir gegebenenfalls ersetzen? Die Wanduhr zum Beispiel. Die ist billo, da können wir eine schickere für nehmen. Den Kühlschrank, den ersetzen wir auch mal. So, und den Herd, da packen wir auch mal einen neuen hin. Ah ne, das war eigentlich schon eine teure, ne? Okay, gut. Egal. So, den Schlepptop, den könnten wir aber mal verkaufen und dafür einen deutlich teureren, komfortableren nehmen. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es doch mal so. Und machen hier den Tag der offenen Tür für die ganze Butze. Zack. So, Kassierer vom Persönlichkeitstyp Athlet. Ich würde das gern lieber einem Gamer hier verklickern. Also du findest es gut. Du findest es auch gut. Findest aber nur gut. So, du findest es schon außergewöhnlich. Und da du jetzt das dritte Mal eine Meinung kundgetan hast, fangen wir dann entsprechend mal an. Ganz oben. Damit du mir viel Potenzial hast, entgegenzukommen. So, nehmen wir so. Sehr schön. Neuer Mieter ist gefunden, sonst haben wir... Ach, hier haben wir auch noch ein Zimmer frei. Oha. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir auch hier mal rein. Ja, da haben wir eigentlich schon alles sehr, sehr gut ausgestattet, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Deko an der Wand oder so ein Special-Ding. So wie hier zum Beispiel die Hanteln. Ja gut, den werden wir hier nicht mehr reinkriegen, der nimmt zu viel Platz weg. Puh, geil. Das Bild ist erstmal größer als das ganze, als gefühlt der ganze Wohnwagen. Sehr schön. Ja, nehmen wir es so. Tag der offenen Tür, übers Radio. Ein Athlet, der 106.000 verdient, das finde ich sehr schön. Weil wer viel Geld hat, der kann auch entsprechend viel Miete zahlen. 113.000, auch nicht schlecht. Sehr gut, das triggert ihn. So, ich würde gerne einen von den beiden nehmen, einfach weil die das meiste Geld haben und ihm scheint da sowieso nicht alles zu gefallen. Oh, ist jetzt was fehlgeschlagen? Okay. So, dann verhandeln wir mal mit dir. Ja, komm, nehmen wir so.
So, haben wir jetzt Mieter verloren, oder? Zwei freie Zimmer, yo. Tatsache. So, da schicken wir erstmal einen Profi. Das ist so doof, wenn man hier in dem Gebiet anwesend ist, dass der Verwalter scheinbar nicht mehr aktiv ist. Das ist echt kacke. Ich überlege, ne, wisst ihr was? Können wir hier nicht den Mietvertrag irgendwie kündigen? Geht das nicht irgendwie? Naja, anscheinend nicht. Wisst ihr was, dann machen wir es so. Wir lassen hier den Mietvertrag von ihr. Vor 4 Wochen und 2 Tagen eingezogen, okay. Ich glaube, ich möchte das nämlich dann auslaufen lassen, dass sie hier endlich mal renovieren können. Aber kriegen wir die dann nicht raus? Warte mal. Nee, anscheinend nicht. Wir müssen warten, bis der Vertrag ausläuft. Gut. Dann mal wieder zurück ins neue Gebiet. Und da ein paar Aufträge derweil machen. Oha. Gut, bis auf die Kakerlaken. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Bewertung wird. Ja, es wird schon okay sein, denke ich. Vielleicht 4 Sterne oder 3. Wie teuer wärst du denn? 1 Million fast. Huh. Ja, 4 Sterne ist doch okay, dafür, dass wir die meiste Zeit abwesend waren. Ist das schon in Ordnung? So, aber wir könnten auch mal schauen. Ne, noch ein Darlehen geht wahrscheinlich nicht, ne? Ne, wir müssen das erstmal zurückzahlen. Wie teuer wärst du? Oh, 275 und du 320. Ah, ja. Das wäre rein theoretisch machbar, aber aktuell halt nicht. Oh, Erdbeben. So, da schicken wir Onkelchen los. So, wer hat hier geschrieben? So, da schicken wir einen Profi. Ach so, obwohl innen die Risse sind, macht das von außen ja auch nicht schlecht. Gut, außen die Risse können wir uns leider nicht anzeigen lassen. Aber gut, im Garagentor scheint kein Riss zu sein. Naja, egal. So, einmal hinne machen. Und Dankeschön. Lief ganz reibungslos. Danke für die schnelle Antwort. Ja, bitteschön. So, 3,6, 3,8. Nehmen wir doch mal 3,8. Achso, da ist der Profi schon unterwegs. Gut, dann fangen wir mal hier an mit dem Renovieren. Ach, bitte kriegt die Polstange repariert. Weil ich meine, die kostet 1000, was ziemlich teuer ist. Komm, Onkel, du schaffst es. Yay! Nice! So, dann noch ein bisschen Dreck und Schimmel wegmachen. Und fertig ist die Kiste. So, und raus mit dir. So, Schlafzimmer, Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, oh Gott. Okay,
Okay, drei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das ist aber eine beknackte Aufteilung. Puh. Na, dann müssen wir erstmal Wände ziehen. Okay, dann machen wir mal eine bewusst beknackte Aufteilung. Ich mache nämlich hier das Badezimmer rein und das werden die Schlafzimmer. So, die verkaufe ich, dann habe ich nämlich mehr Budget. Hä? Wieso habe ich jetzt nur 150 bekommen, obwohl ich es für 1000 verkauft habe? Was soll denn der Scheiß? So, Duschkabine in die Ecke. Toilette. So. Ach, warum? Ich Blitzbirne. Hätte ich mal einen Profi genommen. Weil das hat ja sowieso keine Auswirkung. Solange sich um das Problem gekümmert wird, wer sich darum kümmert. So, drei Stück haben wir noch. So, kann schon mal Richtung Ausgang. Zack. Fertig. So, weiter geht's mit der Renovierung, wo wir beim Verkauf beschissen wurden, auf gut Deutsch gesagt. So, hätten wir das Bad fertig. Na, das ganz teure möchte ich jetzt nicht nehmen. So, und hier die Wände blau. So, ein Bett braucht ihr beide. Und das klappe ich mal kurz so, damit ich beide im Blick habe. So. Du brauchst einen Kühlschrank und eine Mikrowelle. Moment. Doch, genau, das mit den blauen Wänden war richtig. Next, du brauchst einen Schreibtisch. Einen Bürostuhl und einen Laptop. Und natürlich wird es wahrscheinlich vom Geld her nicht reichen für den teuren Laptop. Das würde ich dann am Ende schauen. So, grüne Wände. Hallo. Ich raff echt nicht, warum der das manchmal nicht gebacken bekommt, um zu registrieren, dass ich tatsächlich geklickt habe. Aber wobei, es geht eigentlich. Vom Preis her. Ja gut, jetzt bräuchten wir natürlich noch die Staffelei. Und den Ventilator. Und siehe da, damit reicht's nicht mehr. Haben wir noch irgendwo ein bisschen Raum für Deko? Na komm, da noch ein Blümelein. Fertig. Muss reichen.
Heizung geht nicht mehr, das schicken wir doch einen Profi. So, wie sieht die Bewertung aus? Ja, 4 Sterne ist okay. Deko war natürlich ein großer Mangelpunkt. Aber ist mir egal, das passt schon. So, 3,6. Oh, 2,4. Wir können schon mal den nächsten Babysitter-Job annehmen. Der ist ja eh gerade fertig. Gucken wir mal hier kurz, was die Bewertung bringt. Da ist es schon. Ja, natürlich 5 Sterne, was auch sonst. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.